Hallo und ein herzliches Willkommen zu Resident Evil HD Remaster. Ja, ich muss leider diesen Part so einsprechen, denn ich habe vorhin aufgenommen und dann nach dem Aufnehmen gemerkt, huch, ja, weg ist die Audiodatei, also sprich, mein Mikrofon war nicht eingeschalten. Ja, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Es ist auch gar nicht mal so schlecht, dass ich das Ganze nochmal so einspreche, denn dann können wir auch ein bisschen so quatschen und dann kann ich mich auch nebenbei bedanken dafür, dass wir schon über 1000 Leute sind. Das ist echt der Wahnsinn, hätte ich niemals gedacht, dass es so gut ankommt. Ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Und es freut mich auch noch natürlich, dass ihr fleißig das Ganze mitverfolgt bzw. kommentiert und ja, es positiv aufnimmt. Was soll man noch dazu sagen? Ja, wie ihr schon sehen könnt, bin ich in der letzten Folge so weit gewesen, dass ich dann halt eben einen Ersatzschlüssel gefunden habe. Beziehungsweise ich habe da mich mit den Hunden rum ja, schlagen müssen. Das war ja echt ein Ding für sich, muss man ehrlich sagen, ey. Haben mir sehr viel Energie und alles weggefressen und da bin ich halt auf jeden Fall noch ja, guter Dinge, sage ich jetzt mal so. So viele habe ich jetzt hier auch nicht an Heilung, wie ihr schon sehen könnt. Mein Inventar scheint ziemlich mager zu sein. Aber ja, wir werden jetzt dann auch, glaube ich, noch in diesem Part eben zur Rüstungszimmer gehen und da wird uns auch noch einiges erwarten. Und dann bin ich schon mal gespannt, wie das Ganze dann weitergehen wird. Ja, also Resident Evil an sich gefällt mir sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, das haben sie super, super duper gemacht, das HD Remaster. Also ich bin echt, ja, eigentlich begeistert von der ganzen Sache hier. Und bin echt gespannt, was noch alles auf mich zukommt. Also bis jetzt kann ich echt sagen, das Spiel macht sehr viel Fun. Ich mag auch diese Rätsel des Oldschool Resident Evil, was man halt eben schon so kennt. Denn bei den neuen Teilen ist es dann meistens so, dass das Ganze ja mehr in actionlastig halt geht. Also von Resident Evil 6 selbst bin ich jetzt noch nicht so begeistert. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich gar nicht mal zu Ende gespielt. Das heißt, das wird auch so ein Blind Let's Play. Ob ich das Ganze nach Timeline spielen werde oder nicht, ist noch fraglich. Denn ich habe so Bock auch auf Resident Evil Revelations 2 und auch auf 1. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Nur mal kurz angespielt den ersten Teil von Revelation. Was mir auch schon ziemlich gut gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. Aber das könnten wir vielleicht, ja, dann zusammen entscheiden, würde ich mal sagen. Also ihr könnt euch gerne dann unterhalten mit mir unter den Kommentaren, ob es nach Timeline gehen soll oder ob wir tatsächlich halt einen Mischmasch draus machen. Denn, ja, es ist ja nicht jedermanns Sache. Vielleicht zwischendurch auch mal was anderes, dass wir halt immer kurz eine Resi-Pause machen und das Ganze dann halt auf jeden Fall dann weiter angehen. So wie ihr schon sehen könnt, suche ich verzweifelt eben den Rüstungsraum. Also ich hab's so mit der Orientierung hier nicht so gut wie bei Outlast, komischerweise. Ja, denn wir müssen ja irgendwie jetzt den Schlüssel benutzen können. Oh mein Gott, ihr habt's jetzt auch gesehen. Und der klingt auch ziemlich anders als die anderen. Und wir haben noch immer unsere Shotgun, ne? Denn uns fehlen nochmal, also viele Utensilien, muss man halt noch dazu sagen. Aber gucken wir mal, was jetzt noch, ja, uns erwarten wird. Jetzt sind wir halt in diesem Raum, wo wir den Schlüssel versuchen jetzt zu ersetzen. Ich kann jetzt nicht so richtig begeistert tun, beziehungsweise, huch, das ist jetzt ganz blind, denn ich kenne das Ganze leider schon und ich ärgere mich, denn mein Commentary war so flüssig, jetzt bei diesen ganzen drei Parts, ganze drei Parts werde ich jetzt so einsprechen müssen, es tut mir so leid, Leute, aber ich glaube, jedem passiert mal sowas und naja. Ist ja nicht so die Welt, das kann ja mal vorkommen, auch bei den besten Let's Player, aber so ein bisschen Off-Talking mit euch ist ja auch nicht so schlecht. Denn wir können dann gerne auch andere Fragen durchgehen, beziehungsweise ihr könnt dann aktiv jetzt mehr Fragen stellen, wenn ihr wollt, dann werde ich tatsächlich viel für euch ja, da beantworten, so gut es geht. So, geplant ist aber noch eine Sache, das will ich noch vorweg sagen, am Montag habe ich mal gedacht, da mein Onkel jetzt einen Kanal erstellt hatte, dass wir halt so ein Talk About Games machen. Wie ich jetzt so dieses Format nennen werde, weiß ich jetzt nicht. Ob das dann halt zusätzlich doch auf meinen Let's Play-Kanal kommt, so weiß ich jetzt auch nicht. Oder doch auf das andere, das werden wir noch alles singen. Aber es wird halt einfach live sein. Das heißt, ich hoffe, ihr werdet zahlreich erscheinen. Denn am Montag ist ja auch noch Pfingsten. Das heißt, also ich denke, das ist Pfingsten. Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, ihr könnt jetzt mal sehen, wie aggressiv
schnell Typen da sind und die sind echt nicht aufzuhalten. Also mit der Pistolenfunktion kommt hier absolut nicht weiter. Das muss man echt dazu sagen. Also man kommt absolut nicht damit weiter und das ist ziemlich Heavy Metal, muss ich echt sagen. Und die haben ja auch schon wieder die Energie gefressen. Und das werde ich nochmal euch zeigen. Guckt mal. Also es waren ein bis zwei Schläge. Ich glaube, der vierte wäre mein Tod gewesen. Da habe ich wieder mal Glück gehabt, dass ich überlebt habe bei meiner Tollpatschigkeit, sage ich jetzt mal im Let's Play. Aber es gehört ja einfach alles dazu. So, ich entschuldige mich dafür, dass meine Hunde irgendwie immer ihre Phasen haben. Die wollen ja ständig zu mir und kratzen da die ganze Zeit an der Tür. Aber das wird halt in Zukunft auch anders sein, denn ich werde, wie gesagt, meinen PC auch in der anderen Wohnung dann geben. Und dann werde ich meine Ruhe haben auch für das ganze Let's Play. Das heißt, für mich wird das nochmal auch viel gruseliger sein, dann ganz alleine irgendwo zu sein, um das Spiel zu spielen. So, aber das soll jetzt auch nicht das große Thema sein. Wir sind jetzt auf der Suche, weiß ich jetzt gar nicht mal so richtig. Oh mein Gott, ich hasse diese Stelle. Da habe ich mich geschossen, weil der sieht ziemlich böse aus, dieser kranke Typ da, ey. Und die sehen ein bisschen immer anders aus. Aber ich denke, die nennen sich Hunter. Also ich weiß nicht, also damals hießen die so. Und ich bin mir auch gar nicht mal sicher, ob das jetzt hier auch im ersten Teil auch vorkommt. Oder vielleicht erst nur im zweiten Teil. Da weiß ich das gar nicht noch. Also weiß ich gar nicht. Aber das werden wir mal gucken. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen neuen Raum entdeckt, denn wir haben jetzt den Rüstungsschlüssel. Und da werden wir unzählige Räume entdecken. So. Und als ich dieses Zimmer betreten hatte, habe ich mir nur gedacht, ach du Scheiße, ich hoffe, ich finde hier noch einen anderen Weg, dass ich jetzt nicht zurück zu diesem Hunter gehen werde. Jetzt will ich ihn einfach so nennen. Dann war ich erstmal glücklich, als ich dieses Fahrtband gesehen habe. Denn so viel wie ich speichere in dem Spiel, das ist ja ziemlich abnormal. Das muss man dazu noch sagen. Also ich weiß, das ist echt ziemlich viel, wie viel ich speichere. Aber das ist mir eigentlich irgendwie auch irgendwo die Absicherung, dass ich dann, wenn ich vieles gefunden habe, ja, dass ich dann wirklich alles habe und nicht alles wieder von neu einsammeln muss. Das ist halt eben das Problem. So, dieses Zimmer ist ziemlich interessant, denn wir haben hier einen Klavierflügel. So, und jetzt werdet ihr sehen, was ich hier Interessantes finde. Und zwar ein Notenblatt mitnehmen. Direkt mitnehmen und dann werde ich es auch direkt hier prüfen. Wieder mein Fail. So, Notenblatt. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Ja, dann habe ich mal geguckt, habe das mal so geöffnet, so wie man es bekanntlich tut. Ein Teil der Musik fehlt. Ja, nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Fehlende Musik. Das heißt, uns war schon von Anfang an klar, dass es halt nicht vollständig ist, dass wir noch auf der Suche sind nach dem zweiten Teil oder eventuell noch dem dritten Teil. Wer weiß, das will ich jetzt noch nicht so sagen. Dann haben wir uns noch hier umgeguckt. Wie gesagt, ich habe alles geklickt und gemacht und getan, aber scheint sonst nichts in diesem Zimmer zu sein. Also noch nichts. Jedenfalls. Und wir haben hier halt eben, wie gesagt, diesen Klavier. Gut zu wissen, dass ich das Let's Play nochmal angucke, denn es ist ziemlich interessant, denn in einem Part habe ich das auch natürlich wieder gesucht. aber es ist gut zu wissen, wo das ist. Das heißt, dieser kleine blöde Hunter, der da draußen ist, da habe ich auch davon erzählt, dass ich jetzt Angst habe, dass ich jetzt nach rausgehe, weil er dann mich dann verfolgen wird. Und ich hasse sowas, wenn man verfolgt wird, beziehungsweise so schnell auch noch dazu. Man kann sich ja kaum wehren. Da geht es einfach nicht anders, dass man die Shotgun braucht. Ja, wie ihr schon sehen könnt, er ist ziemlich flott unterwegs. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich in die falsche Richtung gerannt bin, weil ich gedacht habe, ich kann hier durch. Aber ich konnte dann letztendlich doch, habe ich dann quasi so einen kleinen Umweg machen müssen. Ja, denn hier konnte ich auch nicht weiter, denn hier wäre der nächste Trottel, der da liegt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube ganz am Anfang lag er schon da. Es ist ziemlich interessant, ich frage mich nur, ob man die ganzen Zombies, während sie so liegen, in diesem Zustand sind, halt eben irgendwie anzünden können oder halt deren Köpfe schneiden können oder sonstiges. Dann ersparen wir uns die schreckhaften Momente und können uns entspannen, während wir untersuchen. Das ist halt eben das Ding. Und jetzt muss ich leider wieder durch ihn durchflutschen. Und er hat mich einmal erwischt, aber Gott sei Dank war er so dumm und ist nach hinten gelaufen, weil er gedacht hat,
dass ich da nach hinten laufe, aber Gott sei Dank bin ich richtig gegangen und ich habe es noch rechtzeitig geschafft, bevor mir noch eine geknallt hat, aus dieser Tür zu gehen, beziehungsweise aus diesem Flur zu fliehen. So, jetzt sind wir hier im Essbereich. Da scheint es mir noch immer irgendwie ein Rätsel zu sein mit dieser einen Uhr, die die ganze Zeit Tick-Tack macht. Da frage ich mich echt, was wir hier noch erleben werden. Ob die Uhr wirklich von Bedeutung ist oder nicht, das kann ich euch ehrlich nicht sagen. Aber ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass es damals irgendwie schon eine wichtige Rolle war. Oder es war bei Resident Evil, wie hieß denn das? Nicht Uncut. Oder doch, ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde ja schon mal so ein Resident Evil Hardcore Remake gemacht, was mein Onkel und ich privat jetzt durchspielen, interessanterweise. Es ist halt auf jeden Fall schön zu sehen, dass die ganzen Rätsel noch tausendmal schwieriger sind und so weiter. Und dass die ganze Aufmachung und die Räume, also Raumverteilung ist auch ein bisschen anders. Und da muss man einfach viel mehr finden und die ganzen Rätseln, wie gesagt, das ist gar nicht identisch zu dem, was wir jetzt hier sehen. So, und ich denke, unter euch, die Resident Evil auch spielen und kennen und eventuell diesen einen Teil auch gespielt haben, wissen von was ich rede. Aber für die, die es nicht wissen, jetzt wissen sie es auch. So, hier war ich unendlich stolz drauf, dass ich so intelligent war und diese blöde, ja, wie soll ich sagen, ich wollte immer Kiste, ich will immer Kiste dazu sagen, aber das ist ja so eine Schublade, beziehungsweise so ein Schrank, da hingeschoben habe, denn da erspare ich mir natürlich die Medizin und alles. Ich kann nur hoffen, dass ich nichts mehr in diesem Räumchen brauche, denn ich kann mich nur erinnern, dass halt eben nur ein Dolch zu sehen war und beziehungsweise das haben wir auch ganz am Anfang mitgenommen und es hat uns ja auch das Leben teilweise gerettet, denn wir haben das ja auch relativ früh auch eingesetzt. Ja, was jetzt interessant ist, dass wir jetzt einen Rüstungsschlüssel haben und ich war selber erstaunt, dass ich so dumm war teilweise. Aber das passiert natürlich in-game, wenn man es noch blind spielt, dann ist noch die Aufregung dazu, dann hat man auch noch Angst und dies und das und dann übersieht man schon vielleicht unterbewusst ein paar Sachen, die ich halt damals nicht gemacht habe. Ja. So, jetzt gehen wir wieder in diesen Raum rein. Ich glaube, das ist halt jetzt das Badezimmer, wenn ich mich nicht irre. Tada, ich habe recht. Juhu. Das ist aber gut, dass ich das Ganze mal so in einer anderen Perspektive sehe. Also das Gespielte von meiner Seite, dass ich das jetzt so, ja, so halt eben aufnehme. Ah ja, diese Stelle war auch fucking krass geil gemacht, muss ich ehrlich sagen. Habe ich so nicht damit gerechnet. Nur ich mit meiner mageren Munition habe mich irgendwie noch durchschlagen wollen. Und habe meinen ersten oder sogar meinen zweiten Headshot gefunden. Ich glaube, weitere werden gar nicht mal existieren. denn ich habe auch relativ spät erst gemerkt, dass man halt auch automatisch spielen kann. Und ich habe eine gewisse Taste nie benutzt. Und das werde ich auch noch sehen, weil die Geschichte wird auch noch kommen. Aber ihr könnt ihn sehen, die kommen nicht auf einer gewissen Distanz. Das heißt, so viel Munition, das ist echt abnormal. Und ich bin da kurz mal falsch gelaufen. Und ich wollte jetzt wieder in den Shotgun-Zimmer, denn ich war so überzeugt davon, dass ich das Gewehr nehme. Und ihr könnt jetzt selber sehen, was ich da für eine Dummheit angestellt habe, da ich ja wirklich in einer großen Hoffnung war, da ich irgendwie mich nach einer Szene, also ich erinnere mich an einer Szene von damals, dass es so war, dass man die Shotgun genommen hat und da gab es irgendwie zwei Optionen. Ich weiß nicht, ob es so stimmt. Und zwar die erste war irgendwie natürlich ein kaputtes Gewehr zu finden und das Ganze zu ersetzen. Und die zweite, wo ich halt eben denke, dass die überhaupt existiert, das weiß ich jetzt gar nicht, ist, dass so oft wir die Tür anklicken, ja, die jetzt, wo die Decke jetzt runterfliegt, beziehungsweise fliegt, ist runterkommt, dass der Barry erscheint und uns in der letzten Sekunde noch unser Leben rettet. Aber dem war nicht so, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Da habe ich echt ein bisschen gefailt. Aber ich war so davon überzeugt, dass diese Szene existiert hatte. So ist die Frage, vielleicht habe ich es bei Director's Cut. So genau, so hieß das eine Resident Evil 1 Director's Cut. War es vielleicht in diesem Teil? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da ultra krass gefailt und ich ärgere mich so unheimlich, dass das nicht hier so, ja, war, wie ich gedacht habe. Aber in Zukunft weiß ich das und ich werde mich nicht immer aufreden, halt, was
ja, wegen Barry und so, dass ich angeblich irgendwelche Sachen weiß wie früher, tralala, weil man muss halt dazu sagen, ich war ziemlich klein, als mein Onkel Resident Evil zum ersten Mal gespielt hatte, damals mit meinem Vater. Da saß ich dann einfach nur daneben und war guter Dinge und aufgeregt. Ich habe das so genossen und ich war, ja, das war für mich so ein Highlight. Danach wollte ich nur noch Jill Valentine sein. Vor allem als dann Resident Evil 2 kam, wollte ich Claire Redfield sein. Ihr kennt das so. Als Kinder hat man so Vorbilder. Für mich waren das halt diese Spielfiguren. Und die fand ich dann immer so cool. Und ja, dann habe ich immer mit meinem Onkel dann so getan, als ob wir Resident Evil Real Life spielen. Und dann sind wir immer so rausgegangen und haben dann miteinander gespielt und gezockt. Und was weiß ich nicht was. So, ihr könnt ihr, jetzt könnt ihr meinen wunderschönen Film sehen. You are dead. Ich glaube, das ist das zweite Mal, wo ich in diesem Spiel jetzt gefailt habe. Aber es ist ziemlich witzig, wie oft ich speichere, wenn man bedenkt, dass das jetzt hier der 7. Part ist. Und dann noch der 8. und der 9. folgt. Aber wie gesagt, es tut mir so unendlich leid, dass ich das Ganze jetzt nachsprechen muss. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Wie gesagt, nutzen wir diese zwei weiteren Parts dann noch aus, dass wir so miteinander quatschen. So, es kann nur sein, dass ich jetzt heute alles auf einmal mache. Deswegen kann ich euch nicht versprechen, dass ich tatsächlich dann sofort ja, die Fragen beantworte. Aber sobald ich wieder so Let's Playe, dass man mich auch während dem Let's Plays hört, werde ich auf alle Fragen eingehen und diesbezüglich eine Antwort geben. So, wie ihr schon sehen könnt, haben wir das Ganze jetzt erledigt und fragen uns jetzt die ganze Zeit, was wir jetzt mit den Dingern machen. Denn es sind ja noch viele Räume offen, wo wir tatsächlich nicht waren. Und ich war so überzeugt von dieser Tür, dass es eine Rüstungssymbol gesucht wird. Aber es war dem nicht so. Das heißt, Helm haben wir hier, dann haben wir noch Schild. Und jetzt sind wir momentan in der Ebene Rüstung. Es wird immer Es wird immer schwieriger, muss man ehrlich sagen. Hier hatte ich mich gefragt, ob wir diesen Edelstein da irgendwie einsetzen. Dort draußen im Garten gab es ja irgendwie Skulpture, vier verschiedene, wo wir eventuell vielleicht was einsetzen können. Aber da bin ich mir selber nicht so sicher, ob das dem so ist. Deswegen, vielleicht kommt das noch ganz zum Schluss. Wie gesagt, diese Villa ist sowas von komplex. Aber jetzt kommt hier eine richtig geile Szene. Enjoy that. Richard! What happened? You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Ja, wir haben unser Kamerad gefunden, Richard. Ich hätte gedacht, wir werden niemanden mehr finden. Denn ursprünglich ist einfach Chris Redfield verschwunden. Und Wesker ist auch noch nicht da. Die dürfen wir nicht vergessen. So, er braucht ein Serum, weil er vergiftet ist von einer Schlange. Was ziemlich interessant ist zu wissen, dass uns dann eventuell irgendwann eine blöde Schlange erwartet, die hochgiftig ist oder was auch immer. Und da habe ich mich tatsächlich 100 Jahre gefragt, wie komme ich eigentlich wieder dahin? Und da habe ich noch gesagt, da weiß ich ja, dass da hier auch noch Leichen rumlagen, die eventuell halt eben zu diesem Hunter werden. So, da bin ich das Ganze nochmal zurückgegangen, denn dann habe ich Pflanzen gefunden. Das war für mich Silvester, Weihnachten und Ostern zusammen. Aber die wollte ich nicht kombinieren, da ich ja immer noch auf der Suche bin, wegen rote Pflanzen. Die hatten wir bis jetzt nur einmal gesehen, Leute. Das muss man sich mal geben. Hier wollte ich direkt weiter, aber ihr habt das schon gesehen. Unsere Aufgabe ist es natürlich, das Serum zu holen und den lieben Richard das Leben zu retten. So. Und das Ganze, ja, wie gesagt, wegen den roten Pflanzen. Ich habe bislang, entweder habe ich noch ein paar übersehen. Oder es ist wirklich ziemlich Heavy Metal und selten da in dem Spiel verteilt.
dass ich einfach wirklich die Augen offen halten muss. Und so, ich bin in diesem Hauptraum gegangen, weil ich dachte, da kommt irgendetwas Großes. Und tatsächlich war dem so. So, aber es sieht nach einem ziemlich großen Rätsel aus, wo man eventuell auch wieder so seinen Tod findet. Deswegen, bevor wir uns darum kümmern, lassen wir das noch. Und ich bin mir sicher, da sind noch tausende Sachen, die wir halt brauchen.